Weiter geht's mit dem Tischfräsenkurs und heute geht's um ganz große Fräser und um das Arbeiten mit dem Schiebetisch. In den vorangegangenen Kursteilen ging es ja eher um grundlegende Techniken beim Arbeiten mit der Tischfräse, um das Einstellen, um die wichtigsten Fräsgänge etc. Jetzt geht's los mit den spezielleren Arbeitsgängen. Und genau diese Arbeitsgänge machen diese Maschine so vielseitig, aber auch gefährlich, wenn man die Arbeitsgänge falsch macht. Und heute geht es um ein Thema, das ja schon ein gewisses Gefahrenpotenzial birgt, nämlich das Arbeiten mit solchen großen Fräsern hier. Das ist eine Schlitzscheibe und da kommt der Schiebetisch zum Einsatz. Ich denke, viele Hobbyanwender stellen sich eher solche Kombimaschinen wie ich hier in die Werkstatt, weil sie einfach Platz sparen und auch die Kosten überschaubarer sind wie bei Einzelmaschinen. Und da habt ihr ja von der Formatkreissäge den Schiebetisch mit dabei und den könnt ihr bei solchen Arbeitsgängen nutzen. Auch bei Solomaschinen habt ihr oft einen integrierten Schiebetisch oder könnt separat einen Schiebetisch anbauen. Und eben dieser Schiebetisch macht einige Arbeitsgänge wesentlich sicherer, genauer und komfortabler. Und ein solcher Arbeitsgang ist das Fräsen einer Schlitz- und Zapfenverbindung. Und dafür braucht ihr eine solche Schlitzscheibe. Die sieht ähnlich aus wie ein Verstellnutter, hat aber ein paar Besonderheiten. Das erste, was auffällt, ist natürlich die Größe. Hier die Schlitzscheibe ist wesentlich größer als der Verstellnutter. Das hat dann den Vorteil, dass man natürlich tiefere Schlitze fräsen kann und auch tiefere Zapfen, hat aber den Nachteil, dass dieser Fräser nicht mehr durch die Tischöffnung passt, also weder versenkt noch geschwenkt werden kann. Das geht nur mit kleineren Fräsern. Dann ist es zumindest bei meinem Schlitzfräser so, dass der nur zweiteilig ist. Das heißt, der Arbeitsbereich in der Stärke ist wesentlich eingeschränkter als hier bei dem Nutfräser, der ja aus drei Teilen besteht und theoretisch mit Zwischenteilen auch weiter aufgebaut werden kann. Und ihr seht auch hier noch einen Unterschied. Hier gibt es eine Verdickung. Das ist einfach der Bauart hier geschuldet. Die gibt es hier nicht. Hier seht ihr eine ganz kleine Verdickung, aber die ist in einer Ebene hier mit den Vorschneidern. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr bis zur Spindel hier tief reinfräsen mit diesem Fräser. Aber in der Regel braucht man das nicht, sondern benutzt nur den vorderen Teil. Ich kann mit diesem Fräser hier 60 mm tief fräsen. Er hat einen Durchmesser von 200 mm und passt somit noch genau hier in meinen Fräskorb rein. Es gibt größere Fräser mit 250 mm und für richtig große Tischfräsen noch größere Schlitzscheiben. Ich habe mich hier bei der Auswahl nach meinem Fräskorb gerichtet und ihr seht, es passt gerade noch so. Ich kann also hiermit auch mal tiefere Nuten fräsen. Es gibt für diese Maschine hier eine spezielle Vorrichtung zum Fräsen von Schlitz und Zapfen. Die habe ich euch in einem Video auch schon mal gezeigt. Das hier wäre die dazugehörige Schlitzhaube. Das heißt, der Anschlag kommt runter und diese Haube wird montiert und da ist auch mehr Platz. Da hat man auch eine andere Schutzvorrichtung, um das abzudecken. Es gibt eine mitfahrende Abdeckung, die hier auf dem Schiebetisch montiert wird. Aber wie gesagt, das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das verlinke ich euch. Hier zeige ich euch jetzt die Version, die mit jeder Tischfräse funktioniert, ohne Sonderzubehör außer dem Schlitzfräser. Und wie gesagt, das Fräsen von Schlitz und Zapfen mit dem Schiebetisch ist eben eine typische Anwendung für das Arbeiten mit dem Schiebetisch an der Tischfräse. Und deswegen zeige ich euch diese Anwendung. Damit das Ganze auch wirklich funktioniert, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Voraussetzung Nummer 1 ist, dass euer Schiebetisch oder besser gesagt der Queranschlag am Schiebetisch exakt im rechten Winkel zum Fräsanschlag steht. Viele ältere Maschinen haben einen Fräsanschlag, der auch schräg gestellt werden kann. Das ist im Prinzip kein Nachteil. Über diese Schrägstellung kann man den dann fein einstellen. Neuere Maschinen haben Anschläge, die parallel verschoben werden. Das hat die Maschine hier auch. Das muss man also einmal einjustieren, dann sitzt der Anschlag auf Passstiften. Und dann habt ihr immer den rechten Winkel. Dann müsst ihr natürlich die Drehrichtung des Fräsers beachten und vor allem die Drehzahl. Je größer so ein Fräser wird, umso geringer ist die Drehzahl. Der hier darf zum Beispiel nur mit 6500 Umdrehungen laufen. Das heißt, meine Fräse ist runtergeregelt auf 6000 Umdrehungen, damit das Ganze auch sicher wird. Dann ist es wichtig, dass der Parallelanschlag an diesem Ende des Auslegertisches sitzt. Beim normalen Betrieb an der Formatkreissäge sitzt der meistens hier vorne. Beim Fräsen gehört er hinten hin, damit das Werkstück durch den Fräser an den Anschlag gedrückt wird und nicht vom Anschlag weggeschoben wird. Bei meiner Fräse ist es jetzt so, dass ich, je nachdem wie weit diese Backen hier auseinander müssen, damit der Fräser noch reinpasst, keine Anschlagbrücken montieren kann. Das wäre schön, denn die Anschlagbrücken würden verhindern, dass mein Werkstück in Richtung Fräser gezogen wird.
da muss ich mir jetzt hier eine andere Lösung überlegen. Das zeige ich euch gleich. Also wie gesagt, Anschlagbrücken bei dieser Öffnung hier funktioniert bei meiner Maschine nicht. Das kann bei eurer Maschine ganz anders aussehen. Es gibt Maschinen, die haben größere Öffnungen, größere Körbe hier im Anschlag. Also das ist von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Ich kann euch das ja nur an meiner Maschine zeigen. Wie bei den anderen Videos auch, gehe ich jetzt mal das Einrichten und den kompletten Aufbau der Maschine Stück für Stück mit euch durch für diesen Arbeitsgang. Das hier ist mein Rahmenholz. Ich habe jetzt nur eins hier. Da will ich auf einer Seite einen Schlitz fräsen, dann schneide ich das ab und fräse auf der anderen Seite den passenden Zapfen. Also ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr Schlitz- und Zapfenverbindungen auf diese Art und Weise macht, macht immer zuerst den Schlitz und fräst den Zapfen passend zum Schlitz. Es wird eine einfache Schlitz- und Zapfenverbindung. Das bedeutet, die Frästiefe entspricht hier der Materialbreite. Das lässt sich recht einfach einstellen. Ihr legt euer Rahmenholz auf den Fräser und schiebt dann euren Anschlag einfach bei, sodass eure Schneide hier vorne mit der Kante bündig ist. Das wäre jetzt also meine Frästiefe. Das Rahmenholz wird jetzt hier am Anschlag angelegt. Das gibt die Position für das Rahmenholz am Queranschlag vor und wird durch den laufenden Fräser geschoben. Dabei treten jetzt natürlich einige bedenkliche Probleme auf. Zum einen habt ihr hier einen weit offen laufenden Fräser. Das ist natürlich gefährlich und darf so nicht sein. Abhilfe sorgt hier entweder eine spezielle Schlitzvorrichtung, wie ich sie euch am Anfang gezeigt habe und auch im Video verlinkt habe, oder aber ihr benutzt diese Standardschutzvorrichtung. Die sitzt hier knapp über dem Holz. Und weit genug vor dem Fräser. Und jetzt ist dieser Gefahrenbereich hier so weit, wie es geht, abgedeckt. Hier unten ist natürlich noch offen. Da haben eure Finger dann nichts verloren. Es gibt auch keinen Grund, hier irgendwie rumzuhantieren, während die Maschine läuft. Jetzt besteht aber natürlich die Gefahr, dass beim Fräsen euer Werkstück durch den Fräser in diese Richtung gezogen wird. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Das wird natürlich das Werkstück versauen und das ist auch gefährlich, so zu fräsen. Also muss dieses Werkstück hier fixiert werden. Zum einen könnt ihr den Klappanschlag hinten ansetzen und das Werkstück gegen den Anschlag ziehen. Das wäre eine Möglichkeit, aber da besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass es euch das Werkstück wegzieht. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dieses Werkstück hier befestigen. Das ginge beispielsweise mit einer Hebelzwinge. Die hält euer Werkstück fest. Aber wenn hier nur irgendwo ein kleiner Winkelfehler ist, zieht es euer Werkstück auch etwas hoch. Das heißt, das wird zwar sicher sein, so zu fräsen, aber die Genauigkeit wird darunter leiden. Wenn möglich, benutzt also besser einen Niederhalter, den ihr direkt auf dem Formattisch befestigen könnt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und der drückt jetzt mein Werkstück nach unten, flach auf den Tisch, verhindert, dass irgendwas flattert. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann setzt zusätzlich noch eine Hebelzwinge hier an. Und jetzt ist euer Werkstück wirklich zwangsgeführt. Es kann nicht mehr weg. Der Anschlag dient, wie gesagt, dazu, das Tiefenmaß genau einzustellen. Der Queranschlag sorgt für den rechten Winkel und der Niederhalter und die Zwinge sorgen für Sicherheit. So müsst ihr in diesem Bereich hier überhaupt nicht mit den Fingern hantieren und könnt euer Werkstück einfach so durch den Fräser schieben mit Hilfe des Schiebetisches. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, ist die Höhe einzustellen. Das habe ich euch ja alles schon gezeigt, wie das mit anderen Fräsern funktioniert. Ich werde jetzt hier den Schlitz so einstellen, dass der Fräser nicht exakt in der Mitte läuft, sondern leicht versetzt. Dann fräse ich einmal durch, drehe das Werkstück um, fräse nochmal und der Schlitz landet ganz exakt in der Mitte meiner Materialstärke. Der Fräser hat zwar Vorschneide, aber dennoch kann es natürlich immer wieder zu Ausrissen kommen. Deswegen würde ich euch empfehlen, spannt euch noch ein Opferholz dicht hinter euer Werkstück, damit eben keine Ausrisse entstehen. Wie ihr seht, ist dieser Aufbau ja relativ schnell gemacht. Wenn vorher alles ausjustiert war, funktioniert das ganz gut. Dennoch werden viele vielleicht den Aufwand scheuen. Ich bin aber der Meinung, dieser Aufwand ist es wert, denn hier geht es wirklich um die Sicherheit. Wenn ihr euch nicht traut, einen solchen Fräsgang durchzuführen, wenn ihr Angst davor habt, dann lasst es bitte sein. Respekt ist immer gut, Angst ist hier fehl am Platz. Wenn ihr euch also nicht sicher seid
ob ihr das so machen sollt, dann greift zur Handsäge und macht eure Schlitz- und Zapfenverbindung von Hand. Das ist überhaupt kein Problem, auch keine Schande. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst die Finger von solchen Arbeitsgängen. So wie ich euch das hier zeige, ist das aber sicher. Prüft nochmal alle Schrauben nach, prüft, dass der Fräser richtig läuft, dass der nirgendwo aneckt, dass alles fest montiert ist. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann stellt euch hinter die Maschine und schaltet von dort aus die Maschine an. Sollte irgendwas sich lockern, steht ihr nicht im Gefahrenbereich, es kann nicht passieren. So habt ihr jetzt einen sauberen Schlitz. Dazu passend muss jetzt natürlich der Zapfen eingestellt werden. Nach der ersten Fräsung könnt ihr schon probieren, ob eure Frästiefen passen. Ich habe das jetzt hier so gemacht, dass das Hirnholz minimal übersteht. Das wird dann nach dem Verleimen einfach beigeputzt. Wenn ihr das so macht, müsst ihr diesen Überstand natürlich beim Gesamtmaß eines Rahmens berücksichtigen. Das passt jetzt natürlich noch nicht zusammen, da fehlt noch eine Fräsung. Und an die richtige Passung tastet ihr euch jetzt heran. Ihr fahrt den Fräser immer weiter runter, fräst das Ganze und probiert es zusammenzustecken. Das ist jetzt die Fräsung nach dem ersten Nachstellen. Ihr seht, das passt noch nicht. Der Fräser muss also noch runter. Da müsst ihr euch wirklich Stück für Stück rantasten. Und wenn ihr euch ein bisschen Zeit beim Einstellen lasst, dann bekommt ihr so schön passende Schlitz- und Zapfenverbindungen. Ihr seht, hier ist keine unnötige Luft. Aber es passt eben auch noch Leim dazwischen. Die Verbindung geht nicht so stramm und das ist wichtig. Wie gesagt, ob man hier das Hirnholz überstehen lässt oder das so einstellt, dass das Langholz übersteht, das ist jedem eigentlich selbst überlassen. Ich mache es gerne so, dass das Hirnholz übersteht und plane das beim Rahmenmaß einfach ein. Bevor ich euch zeige, dass das auch mit schräg gestelltem Anschlag funktioniert, noch ein paar Worte zu dem Gesamtaufbau hier. Zwischendurch müsst ihr mit Sicherheit mal das Opferholz tauschen, das habe ich zwischenzeitlich auch machen müssen. Dann kommt vielleicht vielen von euch dieser Aufbau hier mit dem Niederhalter und der Zwinge etwas umständlich vor. Die Zwinge hat aber neben diesem Beiziehen des Werkstückes auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Sie hält euer Opferholz an Ort und Stelle. Würdet ihr diese Zwinge hier nicht haben, dann zieht es euch zwangsläufig das Opferholz in den Fräser rein. Denn das wird ja beim Fräsen nicht nochmal gesichert. Wenn ihr das irgendwie anders festmacht, vielleicht in einer T-Nut oder ihr klebt das Ganze mit doppelseitigem Klebeband fest, dann ist das eine andere Sache, dann könnt ihr euch diese zweite Zwinge sparen. Wobei man sagen muss, dass doppelseitiges Klebeband vielleicht nicht genug hält. Also ich würde euch wirklich empfehlen, diese Zwinge zu benutzen. Dann habt ihr das Opferbrett immer festgespannt und es kann nichts passieren. Und ihr habt ja gesehen, der Fräser läuft hier relativ offen, aber dadurch, dass ich ja bei diesem ganzen Vorgang weit weg vom Fräser stand, ist das überhaupt keine Gefahr. Natürlich müsst ihr beim Hantieren mit dem Werkstück aufpassen und euer Werkstück samt Schiebetisch einfach weit genug vom Fräser wegschieben, bevor ihr das Werkstück wegnehmt. Also auf solche Dinge müsst ihr hier einfach achten. Dann stellt sich vielleicht der ein oder andere von euch die Frage, warum denn jetzt dieser Anschlag hier als Maß genommen wird und nicht einfach der Kappanschlag. Dann könnte der Anschlag ja weiter weg, könnte schräg stehen, der müsste nicht genau ausgerichtet werden.
Solange eure Rahmen alle das gleiche Maß haben, ist das vollkommen in Ordnung. Habt ihr aber unterschiedliche Rahmenmaße, dann müsst ihr sehr oft das Maß umstellen, das alles wieder einrichten, und das spart ihr euch bei diesem Aufbau hier. Denn hier gibt ja der Anschlag dieses Maß hier vor, egal wie lang euer Rahmen ist. Also das ist hier der klare Vorteil bei diesem Aufbau. Ihr könnt das natürlich auch anders machen. Also das wäre jetzt eine typische Anwendung für den Schiebetisch an der Fräse. Euch fallen da mit Sicherheit noch mehr Anwendungen ein. Und um euch noch ein bisschen Inspiration zu geben, zeige ich euch jetzt einfach mal, was mit schräg gestelltem Anschlag machbar ist. Das wäre jetzt so eine Anwendung für den schräg gestellten Anschlag an der Tischfräse. Mein Brett ist schräg geschnitten, da kommt jetzt eine Ablattung dran. Das Brett liegt wieder am Fräsanschlag an. Wenn ihr einen Fräsanschlag habt, bei dem ihr diese Backe hier verstellen könnt, dann könnt ihr diese Backe jetzt auch zurückfahren und damit verhindern, dass es irgendwo trotzdem noch klemmt. Denn bereits ein ganz minimaler Winkelfehler würde dazu führen oder könnte dazu führen, dass euer Brett beim Durchschieben hier hängen bleibt. Also fahrt den Anschlag ruhig, wenn ihr das könnt, ein Stück zurück. Denkt nur daran, das später wieder umzustellen, dass die Anschlagbacken wieder fluchten. Ich habe jetzt den Fräser von der Höhe her umgestellt, das heißt, jetzt wird nochmal kontrolliert, dass der nirgendwo aneckt, bevor eingeschaltet wird. Das Opferholz spare ich mir in dem Fall hier auch, es geht ja nur um das Anwendungsprinzip. Ihr seht, halten sich die Ausrisse in Grenzen. Das Ganze ist sauber gefräst. Hier wurde ja schon einiges zerspannt. Und das Ganze könnte man jetzt sogar noch weiter denken, indem man hingeht und diese Fräsung nicht parallel zur Kante macht. Es wäre jetzt kein Problem, diesen Anschlag hier vom Winkel her umzustellen und diese Fräsung in einem vollkommen anderen Winkel zu machen, wie diese Kante hier ist. Oder eine schräge Fräsung an einem rechten Winkel. Auch das wäre eine Möglichkeit. Also auch sowas ist machbar, natürlich nur so weit, wie es der Fräser hergibt. Hier wäre noch mehr möglich gewesen. Dann hätte ich den Anschlag müssen umstellen. Aber ihr seht, es gibt ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten, und das Fräsen mit diesem Queranschlag erweitert wirklich eure Tischfräse um diese Möglichkeiten, solche Fräsungen zu machen. Aus euren Rückmeldungen weiß ich ja, dass viele von euch solche Kombimaschinen benutzen, und da habt ihr ja diesen Anschlag mit dabei, den Schiebetisch mit dem Queranschlag, und es wäre natürlich Unsinn, den nicht zu benutzen. Und hier habt ihr jetzt nur zwei Möglichkeiten gesehen, wie ihr an der Tischfräse euren Formatschiebetisch benutzen könnt. Ich bin mir sicher, neben diesen beiden Anwendungen fallen euch dann noch ganz viele ein. Wenn man die Möglichkeiten erstmal sieht, fallen einem automatisch weitere Anwendungen ein. Und wie ihr auch gesehen habt, ist es mit dieser Art und Weise zu fräsen sehr sicher, schwierige Werkstücke zu fräsen. Und es ist sehr sicher, mit solchen großen Fräsern zu arbeiten, die ja weit über den Anschlag hinausstehen und sich nicht gut abdecken lassen. Mit dem Schiebetisch habt ihr die Möglichkeit, euer Werkstück bei solchen Arbeitsgängen sicher festzuspannen und eure Hände weit weg vom Geschehen zu haben, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet. Und erst das macht solche Arbeitsgänge wirklich sicher. Denn in dem Moment, wo ihr hier probiert, ein Werkstück festzuhalten, ist die Gefahr wirklich riesengroß, dass ihr mit den Fingern ans rotierende Werkzeug kommt. Und das soll ja auf jeden Fall vermieden werden. Also wenn ihr solche Fräsungen macht und eine Kombimaschine habt, scheut bitte nicht den Aufwand, das so einzurichten. Das sind ein paar Minuten extra, die aber eurer Sicherheit wirklich zugutekommen. Und natürlich auch der Genauigkeit. Soviel also zum Fräsen an der Tischfräse mit dem Schiebetisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch weitere Anregungen gegeben, was ihr mit der Tischfräse noch so machen könnt. Über Rückmeldungen freue ich mich natürlich. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt und habt einen schönen Tag.
Ja, so viel erst einmal zur Anwendung des Schiebetisches an der Tischfräse. Im nächsten Teil geht es dann um das Anlaufringfräsen, also da geht es um geschweifte, gebogene Werkstücke.